Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia, also Complete Journey. Naja, nicht mehr ganz so Complete Journey, obwohl der Titel ist dabei geblieben worden. Also spielen wir es weiter. Und wir haben letzte Folge Goal gefangen. Und jetzt ist Goal und Goal im Hauptquartier und Doc. Und erstmal schauen, was wir draußen um, wo wir reingehen und wissen, was wir mit ihr machen werden. Da ist übrigens rechts ist ihre Plattform. Da gehen wir gleich mal rein. Irgendwas Praktisches? Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Sehe ich da erste graue Haare im Bart? Ich könnte schwören, dass die letzte Woche noch nicht da war. Was? Was? Du wirst alt, Boso? Nehmen wir mit. Endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe, guter alter Boso. Du hast dich wirklich kein Stück verändert. Hier zu Verstand kommst, er hat doch keinen Verstand. So weit, so gut. Aber wie komme ich da jetzt rein? Hast du es schon durch die Luke probiert? Ja, aber ich probier's vielleicht nochmal. Nur zur Sicherheit. Haben wir nicht? Ich probier mal was. Tu das. Ich such schon mal Deckung. Oha. Oh, ist hier viel. Wasser. Stille Wasser sind nur zu feige, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wasser nehmen. Ohne Ausrüstung springe ich da jetzt nicht rein. Dann ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren zu pulen. Das hat mir die letzten drei Besuche im Spiegelkabinett vermiest. Okay, dann haben wir noch mehr hier. Lampen. Als erfahrener Nautiker kenne ich natürlich die Bedeutung dieser Positionslampen. Sie stehen für Backbord und Steuerbord. Und für all die anderen Krankheiten, die man bekommt, wenn man die Zähne nicht richtig putzt. Krankheiten. Eine schnöde Kerze? Oha, bei eine dieser Kerze. Steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Na, dann nimm mal mit. Und mach wieder zu. Dann machst du halt nicht wieder zu. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen? Räum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Geil. Ein Haken. Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Ich höre Bohrgeräusche. Ich bin nicht zufrieden. Nein, Klingel. Das wird lustig. Macht keinen. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll. Das hast du sehr gut gemacht. Das Toll kam so überzeugend drüber. Kran. Das ist eine Angel für Menschen, die es eilig haben. Nah dran. Es ist ein Tauchkran. Ach ja? Und warum habe ich dann damit vorhin einen Baby-Orca gefangen? Weil du ein unverbesserlicher Störenfried bist. Dann verbessere mich doch nicht ständig. Stimmt, unverbesserlicher Störenfried. Okay. Haben wir es? Können wir noch mal reingehen, bevor wir das Tauchboot aufmachen? Ha, böse Leute. Ist, haben wir einfach wo es Platz irgendwas? Hä? Topf? Mitnehmen. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich. Nein. Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Gut, und bevor wir weiterspielen, werde ich erst warten, bis die Bauarbeiter wieder zu Ende sind. Mann, wann sind die endlich fertig da unten? Bis gleich. Nur noch diese Luke trennt mich von Golds dritter Datasette. Dafür hat Doc leider noch keine Fernbedienung erfunden. Fauler Sack. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Was genau hast du vor? Ich wollte mich mal unter Wasser umschauen. Vielleicht gibt's da ja noch eine zweite Luke. Meinst du nicht, dass du lieber den Tauchkran benutzen solltest? Immerhin sind in den Anzug Bleigewichte eingenäht. Du meinst, die würden mich noch mehr runterziehen als deine tollen Ratschläge?
fast. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte... Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst... Was denk... Was hast du vor? Ich gehe... Vielleicht gibt's eine... Bei einem Tauchboot? Klingt irgendwie unlogisch. Ja. Aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein. Sind sie nicht. Blub, 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 die blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Der Schlauch ist zu kurz. Bereit, fertig. Dafür brauche ich kein Wachs. Ich wachse doch bereits mit meinen Aufgaben. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Sauber! Alles gut bei dir? Und wie? Das ist alles so spannend! Fast schade, dass es bald vorbei ist. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Ich fürchte, Lady Gold wird's uns nicht ganz so einfach machen. Keine Sorge. Wenn ich erst einmal meinen Charme versprühe, ja, wird sie schon weich werden. Du, Rufus, ich weiß nicht... Vertrau mir. Das wird ein Kinderspiel. Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, einzuschmelzen. Habt ihr die Luke schon auf? Ich arbeite... Lass dir ruhig Zeit. Ich find's immer wieder spannend, dich bei deinen Manövern zu beobachten. Es ist, als würde man einem blinden Messerwerfer bei der Arbeit zugucken. Ja, ich bin schon lässig. Es ist Bosos Topf, also muss er auch abwaschen. Die Idee taucht nix. Bereit? Na gut. Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Die Idee taucht... Da ist jetzt... Das ist eine Vogelscheuche. Wow, ich bezahl... du bezahlst... Was denken...
Okay, ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. Aus Angst. Da ist jetzt kein... Hey, Bozo! Hey, Rufus. Was liegt an? Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an! Ich bin ein Pirat! Ich habe einen buschigen Bart. Und alle haben Angst vor mir. Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walross. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Ich probiere mal was. Tu das. Ich suche schon mal Deckung. Die Idee taucht nicht. Das ist eine Vogelschau. Wow. Ich bezahle. Was denken? Da ist jetzt kein Platz mehr für. Ohne Ausrüstung. Ich hasse. Das hat mir. Warum passiert denn da gar nichts? Es ist Bozos. Dafür brauche ich keinen Wachs. Ich wachse doch bereits mit meinen Aufgaben. Es ist Bozos. An Bord scheint sich ein Langfinger herumzutreiben. Um seinen Rücken zu enthaaren, müsste ich schon härtere Geschütze auffahren. Eine Heckenschere zum Beispiel. Oder einen Flammenwerfer. Dafür brauche ich nicht wach. Die Idee taucht. Es ist Bozos. Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. So sauber. Habt ihr die Luke? Ich arbeite. Lass dir ruhig. Ich find's. Es ist. Ja. Ich schick mal die Delfine woanders hin. Hey, ich sagte woanders hin. Verdammt, die lassen sich nicht mehr fernsteuern. Ich habe wohl alle Züge aufgebraucht. Stille Wasser. Warum? Das ist eine Vogel. Wow. Ich bezahle. Du bezahlst mich. Was denken? Das ist, wow, ich bin, du bist was. Jetzt aber. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, Toll, das hast du. Dafür brauche ich Wack. Hey, Doc, ich hätte da etwas Wachs für dich. Danke, kein Bedarf. Ja? Und wie willst du dann jemals wachsen? Wachsen im geistigen Sinne bedeutet nicht größer werden, sondern kleiner werden. Ja, du bist voll klein.
endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuch dran zu denken. Alles gut bei dir? Kann ich nicht auch irgendwas machen? Diese Untätigkeit macht mich nervös. Nicht nötig. Es ist so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Du unterschätzt Lady Goal. Goal muss nicht mehr wachsen. Hey, Bozo! Hey, Rufus. Was liegt an? Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Ich probier mal was. Tu das. Ich such schon mal Deckung. Da ist jetzt kein... Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Oh Mann! Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Was denn? Rufus? Was tut das? Rufus! Verdammter Idiot! Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Es wird ja immer lustiger. Gleich nochmal. Was? Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Aua. Ja. Das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson.